Nirgendwo hat Hurricane Matthew so verheerende Verwüstung angerichtet wie hier ganz im abgelegenen Südwesten von Haiti. In diesem Dorf, in diesem Fischerdorf, in dem wir hier stehen, ist kein einziges Haus intakt geblieben. Ganze Straßenzüge sind weggewaschen worden. Und das Problem bei der Sache ist, dass diese Provinz so abgelegen ist von der Hauptstadt Port-au-Prince, dass man mehrere Stunden braucht, um hier überhaupt hinzukommen. Wir haben mit dem Geländewagen fast 7 Stunden gebraucht, haben unterwegs kaum Hilfstransporter gesehen, keine UN-Soldaten. Die Bewohner dieses Dorfes sind auf sich allein gestellt und nageln mit Hammer und Nägeln Verschläge zusammen, damit sie zumindest ein Dach über dem Kopf haben.